Diese Frage vorweg, die lässt sich sehr, sehr einfach beantworten, weil ich bin mir sicher, dass jeder von uns noch weiß, wo er vor diesen 3.322 Tagen noch war. Ich weiß es noch ganz genau, ich war damals schwimmen. Ich war im Olympiaschwimmbad in München und habe da meine Bahnen gezogen. Ich habe sogar extra den Bademeister gefragt, wo Marc Spitz seine Bahnen gezogen hat, 72, und hatte so ein Gefühl von Olympia und es war so großartig, die Welt und Frieden und alles. Und kurze Zeit später habe ich das dann alles mitbekommen und dann habe ich 3 Tage Fernsehen geschaut und lag eine Woche mit Fieber im Bett. Das war die direkte Konsequenz dieses ganzen Traumas, das ich da mit mir rumgetragen habe. Und dieses Ereignis ist im Endeffekt maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich heute überhaupt hier stehe. Dieser Tag hat sich so bei mir auf meine Festplatte eingebrannt, dass ich seit 9 Jahren dieses Thema mehr oder weniger permanent recherchiert habe und versucht habe zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und ich habe mich heute für diesen Vortrag entschieden, weil es immer noch so viele Menschen gibt, die nicht verstanden haben, was da passiert. Und ich bin mir auch sicher, dass viele von euch einige Dinge, die ich erzählen werde, auch noch nicht gehört haben. Und es ist ein ernstes Thema. Es ist auch kein Kindergeburtstag, wo wir hier sind. Und da ich hier keinen in Handschellen gefesselt sehe, nehme ich an, ihr seid alle freiwillig hier. Aber es ist auch gut so, dass wir über das Ganze reden, weil dieses Ereignis für uns Menschen so von nachhaltiger Bedeutung war. Und wir müssen uns einfach fragen, was eigentlich geschehen ist mit den Menschen seit damals, vor allem wie tief der Schmerz noch sitzt, wenn sich Menschen sogar dieses Symbol als Tätowierung in den Oberarm ritzen lassen. Da muss schon einiges passiert sein. Oder wie dieser Herr zum Beispiel, der hat seinen LKW in ein Rolling Memorial verwandelt. Der hat alle Namen der veröffentlichten Passagierlisten und Opfer des World Trade Center auf seinen Truck gemalt und fährt mit diesem Rolling Memorial durch die Lande und fragt seine Landsleute: Have you forgotten? Wenn wir in die Gesichter dieser Männer schauen, dann wird klar, dass die wahrscheinlich nie vergessen können, was an dem Tag wirklich passiert ist. Und was diesem Mann so durch den Kopf geht, das steht mit einem Wort auch mehr oder weniger in Staub geschrieben hinter ihm: Revenge, Rache. Und während die Bevölkerung traumatisiert und hypnotisiert von den endlosen Wiederholungen der Bilder in ein kollektives Trauma verfallen ist, lässt die Bush-Regierung in Rekordzeit sämtliche Beweismittel aus dem Land schaffen und verkauft sie nach China und Korea, um dort als Altmetall eingeschmolzen zu werden. Die Lastwagen, die damals die Metallteile vom World Trade Center abtransportiert hatten, wurden alle mit einem GPS-Locator, also mit einem Ortungsgerät ausgestattet, um genau verfolgen zu können, wohin diese Teile überhaupt gebracht wurden. Und einer hat mal eine längere Mittagspause gemacht, der Fahrer, der wurde dann sofort rausgeschmissen. Amerika hat sich im Endeffekt verändert in ein Land vor den Anschlägen und in ein Land nach den Anschlägen. Wir können sagen, es ist nicht mehr das gleiche Land und wie tief dieser Schmerz sitzt, das können wir wohl gar nicht ermessen, weil wir waren nicht vor Ort und Amerika trauert. Und in dieser Trauer hat sich etwas ganz anderes entwickelt, nämlich so eine gewisse Mentalität, so der Adler, der wetzt schon mal die Krallen, Uncle Sam krempelt die Ärmel hoch und in diesem Bild ist es auch sehr symbolisch gedrängt. I'll take it from here, sagt der Soldat. Und ihr Feuerwehrleute, ihr habt im Endeffekt alles getan, was nötig ist und jetzt tun wir Soldaten das, was nötig ist. Und getrieben vom Schmerz und vom Hass auf den vermeintlichen Übeltäter dieser Untat stellt sich eine überall spürbare America-First-Haltung ein. An dem Tag wurden nicht nur tausende Menschen brutal ermordet, sondern an diesem Tag wurde die ganze Seele des amerikanischen Volkes, wurde im Endeffekt verstümmelt. Und so wie es hier auf diesem Flugzeugträger zu sehen ist, 9/11, let's roll, wohin das Kriegsschiff USA gerollt ist, da müssen wir uns auch keine großen Gedanken machen drüber, das wissen wir alle, was passiert ist. In Afghanistan ist seit 9 Jahren wieder Krieg, ein Zustand, der sich dort seit Generationen wohl nicht zu ändern scheint. Im Irak mindestens 1,5 Millionen Tote, Tendenz steigend, da durch den massiven Einsatz der Urankernmunition dieses Land für wahrscheinlich Jahrtausende massiv verstrahlt ist. Ich erspare euch die Bilder der Kinder, die da auf die Welt kommen.
die Folgen von dieser ganzen Politik und von dieser Verstrahlung, die sind im Endeffekt noch gar nicht absehbar. Was aber absehbar ist oder was wir mit beobachten können, dass jetzt erfolterte Geständnisse benutzt werden, um diese kriegerischen Aktionen zu rechtfertigen. Genauso wie damals im Mittelalter, ja, seht ihr, 10.000 Leute haben gesagt, der Teufel existiert, ergo, er muss existieren. Und in Amerika ist es so, ja, hey Leute, schaut her, wir haben ja nur ganz leichte Folter angewandt und haben gesagt, und alle haben gesagt, Bin Laden ist der Täter, also ergo muss Bin Laden wirklich der Täter, der Veranstalter von 9/11 gewesen sein. Und Amerika ist im Endeffekt auf dem Weg direkt zurück ins finsterste Mittelalter. Und wohin das noch führen kann, das kann euch dieser Herr links zeigen. Das ist ein englischer Reporter, der hat in Amerika drüben Leute interviewt und hat ihnen ein paar Fragen gestellt. US Muslims to carry a special ID card. Yes. Yes. Yeah, I think they should. I think they should. Which Muslims should have a special security number tattooed on their arm? Only the evil Muslims? Only Arab Muslims or all Muslims? I would say all of them. All of them have a security number tattooed on their arm. I think there should be something special, some special mark or something. Maybe a computer chip? Right, computer chip or something, that way they can't hide it. Das ist Amerika 2010 und nicht 1933. Tätowierungen auf Unterarmen. Wir haben eigentlich alle gehofft, dass wir diese Zeit hinter uns haben. Ja? Aber das ist, was mit den Menschen passiert ist, durch dieses große Trauma. Und die Welt nach 9/11, das ist eine Welt, die ist anders wie vor 9/11. Und Patriot Act, Homeland Security, so eine Art moderne Gestapo, das sind alles Dinge, die wir seitdem mehr oder weniger erfahren mussten und erleben können. Und deswegen bin ich der Meinung, dass sich ein tieferer Blick lohnt. Und er lohnt sich nicht nur, sondern der ist auch dringend notwendig, um herauszufinden, was an diesem Tag eigentlich wirklich passiert ist. Und dieser Titel, 9/11 Mega-Ritual, der wird im Laufe des Vortrags noch klarer ersichtlich, warum ich diesen Titel gewählt habe. Es gibt einen berühmten Deutschen, der hat mal gesagt, die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Geschichte, die jetzt in die Bücher kommt, dass die verändert wird. Dass unsere Kinder, dass die Generationen nach uns nicht die gleichen Lügen lernen müssen, wie wir sie gelernt haben über frühere Generationen. Und das ist meine Intention. Und deswegen bin ich so glücklich, dass ich einmal hier im Jahr sprechen kann, wenn so viele offene Herzen und Geister hier das Ganze sich anhören. Bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, möchte ich Ihnen ein kleines Experiment vorführen. Es geht um eine Aufmerksamkeitsübung, die für den Verlauf von dem ganzen Vortrag eigentlich noch ziemlich wichtig ist. Sie sehen jetzt ein kurzes Video und die Übung für Sie besteht darin, zu zählen, wie oft die Mannschaft mit den weißen Hemden den Ball zu einem Mitspieler mit einem weißen Hemd abgibt. So, wie viele Ballabgaben haben Sie gezählt? Die richtige Antwort wäre 15, aber das Entscheidende ist, haben Sie auch den Gorilla gesehen? Jetzt wird zurückgespult und dieser Gorilla ist zufällig durchs Bild gelaufen. Dieses Experiment ist ein berühmtes Experiment namens dem Titel The Invisible Gorilla, der unsichtbare Gorilla. Und die Macher von diesem Experiment, das sind zwei Harvard-Wissenschaftler namens Daniel Simmons und Christopher Chabris. Die beiden haben dieses Experiment durchgeführt vor ein paar Jahren und die haben gesagt, als wir vor einigen Jahren dieses Experiment durchführten, fanden wir heraus, dass über die Hälfte der Leute, die das Video sahen, den Gorilla übersehen hatten. Es war, als wäre der Gorilla unsichtbar, obwohl er für volle 9 Sekunden im Bild erscheint. Dieses Experiment deckt zwei Dinge auf, nämlich, dass wir eine Menge Dinge, die um uns herum passieren, verpassen und, was noch viel wichtiger ist, dass wir keine Ahnung haben, dass wir so viel verpassen. Mal ehrlich, wer hat es nicht gesehen, den Gorilla? Ja, das ist so grob geschätzt die Hälfte.
Und warum das so wichtig ist, das werdet ihr nachher gleich merken, weil man uns im Endeffekt auch abgelenkt hat mit Ballübergaben zählen und wir haben den Gorilla überhaupt nicht gesehen. Was der Gorilla ist, da komme ich nachher nochmal drauf. Es gibt im Englischen einen Ausdruck, das nennt sich The Elephant in the Room. Das ist das deutsche Sprichwort im Endeffekt dafür, ist den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und da geht es darum, dass Dinge, die so groß sind, dass man sie eigentlich unmöglich übersehen könnte, doch übersehen werden können. Und ich werde Ihnen jetzt Dinge zeigen, die noch viel größer sind wie dieser Elefant und trotzdem von den meisten Menschen überhaupt nicht wahrgenommen werden. Der Bericht hier, diese 10.000 Seiten von der 9/11 Commission, das ist der offizielle Untersuchungsbericht, wird von vielen auch die 9/11 Omission Commission benannt, weil Omission ist das englische Wort für Auslassung, also das ist der Auslassungsbericht. 10.000 Seiten über Flugzeugmodelle, Feuerschutzbestimmungen, Brandvorschriften und so weiter und eine halbe Seite auf die Kernaussage, dass Gravitation und Feuer für diese Katastrophe verantwortlich war. Und wenn wir uns nur noch mal kurz anschauen, wie die offizielle Version war, geschwächt durch den massiven Einschlag der Flugzeuge und der daraufhin herrschenden Brände, war die Gebäudestruktur eben nicht mehr in der Lage, den oberen Teil von dem Gebäude zu tragen. Es kam dann zum Kollaps von mehreren Stockwerken und unterhalb von diesen Einschlagstellen und das hat sich dann in einem progressiven Kollaps fortgesetzt. 110 Stockwerke rasten dann in Fallgeschwindigkeit zu Boden, zermalmten dabei 80.000 Tonnen Stahl, pulverisierten 300.000 Tonnen Beton und die oberen Stockwerke fielen dann in sich selbst zusammen, nachdem sie den jeweiligen Turm komplett zerstört hatten. Das ist die offizielle Erklärung. Der tatsächlich beobachtete Verlauf aufgrund der Filmaufnahmen sieht aber ganz anders aus. Kurz vor Einsturz des Südturms ergießen sich von einer Ecke des Turms circa 1 Kubikmeter 8 Tonnen weißglühender, flüssiger Stahl nach unten. Sekunden später gibt es eine ringförmige, gleichmäßige Explosion auf allen Seiten des Turms auf Höhe der Einschlagslöcher. Der obere Teil fällt von unten nach oben in sich zusammen. Unter großer Rauch- und Staubentwicklung verschwindet dieser obere Teil komplett aus dem Sichtfeld und dann in nahezu Fallgeschwindigkeit explodiert der Rest des Gebäudes Stockwerk für Stockwerk von oben nach unten. Und lässt dabei eine gigantische Rauchwolke entstehen, die innerhalb von 30 Sekunden schon das fünffache Volumen von dem ganzen Turm eingenommen hat. Vom Stahlbetonkern selbst mit seinen dutzenden Aufzügen bleibt im Endeffekt nur eine Wolke aus mikroskopisch kleinen Staubpartikeln, die dann vom Wind fortgetragen werden. Und ganz Südmanhattan war mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Von den 110 Stockwerken bleibt ein Haufen aus Stahl von nicht mehr als 5 bis 8 Stockwerken hier und 300.000 Tonnen Beton sind pulverisiert worden. Und da drängt sich natürlich sofort die Frage auf, sieht das aus wie ein Gravitationskollaps? Es gibt Aussagen von Feuerwehrmännern wie diesen. We made it at least 2 blocks and we started running. Floor by floor, it started popping out. It was like, as if they had detonated. Yeah, as detonated. If they were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching it and running. Just ran up West Street. And then you just saw this cloud of shit chasing you down. Couldn't outrun it. West Street. Couldn't outrun it. So what'd you do? I jumped behind a battalion car. I hit under the car. I was just waiting to die. Das ist ein wenige Augenblicke, ein paar Stunden nach den Ereignissen und ich glaube, ich muss es nicht übersetzen, was der gesagt hat. Bum, 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 bum. Das war wie wenn sie Detonationskörper in dem Gebäude platziert hatten. Und davon gibt es 180 auf Video dokumentierte Zeugenaussagen, die alle von Explosionen berichtet haben. Und diese Außenstrukturen von dem Gebäude, die wurden mit 70, 80 und noch schneller horizontal hinaus katapultiert. Wenn wir uns anschauen, die Trümmerverteilung, das Haupttrümmerfeld erstreckt sich über insgesamt 1200 Fuß, geteilt durch 3, das sind ungefähr 400 Meter. Also 400 Meter insgesamt sind, also 200 Meter in jede Richtung sind diese Trümmerteile geflogen und ein interessanter Aspekt dabei ist die Trümmerverteilung. Es gab asymmetrische Beschädigungen an den Gebäuden, aber eine exakt gleich symmetrische Trümmerverteilung, was auch im Prinzip gegen alle Regeln der Physik spricht. Ein Trümmerteil oder mehrere Trümmerteile, die sind sogar 200 Meter weit geschleudert worden, obwohl sie 4 Tonnen schwer waren. Hier in dem Wintergarten-Gebäude vom World Financial Center sind mehrere von diesen Stahlträgern eingeschlagen
Und da stellt sich natürlich die Frage auch, wie viel kinetische Energie ist eigentlich nötig, um so eine Masse so weit zu schleudern? Reicht Gravitationsenergie für sowas aus? Wahrscheinlich nicht. Und wenn wir uns das traurige Schicksal der 9/11-Opfer anschauen, da gibt es einen Bericht von dem Dr. Michael Baden, das war der oberste Gerichtsmediziner und ein Experte in Pathologie, der hat bei Beginn der Bergungsarbeiten gesagt, dass die meisten Opfer eigentlich identifizierbar sein müssen, da die Feuer von 1760 Grad für 30 Minuten ist nötig, um einen Körper zu kremieren, zu verbrennen sozusagen. Und das war in dem Gebäude nicht vorhanden, also müsste man eigentlich alle Opfer finden. Von den insgesamt 2749 Opfern sind 300 Körper ganz gefunden worden. Insgesamt wurden ungefähr 20.000 Körperteile gefunden. Davon 6.000 klein genug, damit sie in irgendein Teströhrchen passen. 200 Teile konnten einer einzelnen Person zugeordnet werden. Und von 1.151 Opfern fehlt jedwede Spur. Und auf einer Pressekonferenz sagte der Leiter der medizinischen Untersuchung, Dr. Charles Hirsch, dass eine Menge der Körper schlichtweg verdampft sind. Und es war im April 2006, als ein Team von Bauarbeitern auf dem Dach der Deutschen Bank über 750 Knochenfragmente von Opfern des World Trade Center gefunden haben. Und sofort wurde natürlich da die Frage laut, wie diese Splitter dorthin gelangen konnten. Offiziell wurde es so erklärt, dass beim Einschlag der Flugzeuge die Türme wie ein Schredder gewirkt haben, die sowohl die Maschinen als auch die Insassen regelrecht zerhackstückt haben. Doch auf der Grafik können Sie sehr gut erkennen, dass das unmöglich ist, nämlich beim Einschlag des ersten Flugzeugs stand der zweite Turm noch im Weg. Und beim zweiten Einschlag müssten die Teile eigentlich rückwärts geflogen sein, um dann eben auf diesem Gebäude zu landen. Also das lässt sich nicht so einfach erklären, wie die offizielle Version ist. Und wie ich schon erwähnt habe, ein weiterer seltsamer Umstand war die komplette Pulverisierung der Gebäude. Ein Vorgang, den man bisher weder bei normalen Einstürzen noch bei kontrollierten Sprengungen so beobachtet hat. Hier eine Aussage von einem Feuerwehrmann. You have two 110-story office buildings. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. The building collapsed to dust. The building collapsed to dust heißt so viel, das Gebäude zerfiel einfach zu Staub. Und die Ausdehnung dieser Staubwolke, die nahm gigantische Ausmaße an. Sie wuchs innerhalb kürzester Zeit auf über 1 Kilometer Durchmesser an. Und wir müssen uns einfach fragen, was ist da passiert, dass so eine immense Zerstörung stattfinden konnte. Und bevor wir uns damit gleich näher beschäftigen, noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, nämlich die sogenannte Smoking Gun. Das ist im Englischen oder im Amerikanischen eine Bezeichnung. Der hat geschossen, weil der Colt raucht noch. Also da ist der Täter. Die sogenannte Smoking Gun ist nämlich das Gebäude Nummer 7, das sogenannte Salomon Brothers Building, gebaut von Larry Silverstein. Dieses Gebäude hat immerhin 145 Meter Höhe. Das ist im Vergleich, in New York ist das, fällt es nicht so auf, aber es ist in 33 Bundesstaaten wäre es immer noch das höchste Gebäude gewesen und hatte eine ganze Reihe von ganz prominenten Mietern da drin, nämlich die Steuerbehörde war drin, das Verteidigungsministerium, die Central Intelligence Agency, die CIA, der US Secret Service, der Geheimdienst, die Notfallmanagement, Office of Emergency Management in New York. Also es war im Endeffekt ein Government Hotspot. Da sind Regierungsleute rein und raus gegangen. Und Sie sehen hier, im Vergleich zu den Twin Towers ist der natürlich nicht so groß, aber dieses Gebäude wurde beim Einsturz der beiden Türme nicht wesentlich beschädigt. Es gab ein paar kaputte Fenster, ein paar Trümmer sind doch draufgefallen, aber die Struktur des Gebäudes blieb komplett intakt. Im Lauf des Tages sind in diesem Gebäude dann mehrere Brände ausgebrochen. Ironischerweise war an dem Tag die Sprinkleranlage auf Testmodus geschaltet. Und um 17.20 Uhr des gleichen Tages, also fast 8 Stunden später, haben dann Kameras diesen Vorgang aufgenommen. Hier oben haben wir jetzt gesehen, das obere Penthouse, jetzt macht das Gebäude hier gleich einen Knick. Und dann 6,8 Sekunden später sind 145 Meter in sich zusammengefallen in Fallgeschwindigkeit. Ein Physiker namens Dr. Stephen Chandler
David Chandler, der hat das berechnet, also die ersten 2 Sekunden sind schneller wie der freie Fall im Vakuum, was ziemlich erstaunlich ist. BBC hat darüber etwas gebracht, und zwar 20 Minuten vorher. Diese Reporterin erzählt gerade, dass das Gebäude zusammengebrochen ist. Das World Trade Center Nummer 7 ist zusammengebrochen und es steht hinter ihr im Bild. Das passiert, wenn man nach einem Drehbuch vorgeht und nicht alle Beteiligten wissen, wann sie welchen Text zu sagen haben. Bei Kennedy war es das Gleiche. In Neuseeland kam eine Zeitung raus, wo von Lee Harvey Oswald noch gar nicht die Rede, also da stand was von Lee Harvey Oswald drin, und das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt, dass es der Verdächtige war. Also das ist dann Scripted Reality. Das war um 17 Uhr und 20 Minuten später ist es erst passiert. Auf die Frage hin natürlich, wie das denn sein konnte und was denn da genau zu sehen war, hat BBC zugegeben, dass alle Berichte in den Archiven über 9/11 seltsamerweise verschwunden sind. Aber nein, das handelt sich hier nicht um eine Verschwörung, sondern Zitat, wirklich, das ist hier reine Schlamperei. Das ist ein Foto von oben aufgenommen von den Twin Towers auf diese Gebäude. Und damit man mal sieht, wie genau die Sprengung war, wenige Stunden später war das Gebäude nur noch ein Häufchen Schutt und Asche. Man sieht sogar, dass die anliegenden Gebäude nahezu unbeschädigt blieben. Das war der einzige Fall in der Geschichte von Hochhäusern, von Stahlbauträgern, von Stahlträgern, in dem ein Feuer dazu geführt hat, dass das Gebäude in sich zusammengebrochen ist. Es gibt mehrere hundert Brände dieser Art und niemals kam es zum Einsturz dieser Gebäude. Das war kurz vor den Olympischen Spielen 2008 in China, das Mandarin Oriental Building, das brannte einen Tag lichterloh von der ersten bis zur obersten Etage. Ein Totalschaden. Und am nächsten Tag stand das Gebäude so. Dieser Knick übrigens ist ein architektonisches Merkmal, das ist nicht wegen dem Brand. Das war schon vorher so. Und beim Gebäude 7, dieses Unglück forderte eigentlich die genauesten Untersuchungen, Analysen und Dokumentationen. Der Schuttberg war mindestens genauso bedeutend wie jede archäologische Grabungsstätte. Er beinhaltete alle Hinweise für eines der größten Strukturversagen in der Geschichte. Und ohne diese Ursachen zu verstehen, wird die Sicherheit aller Hochhäuser im Endeffekt in Frage gestellt. Man hätte eigentlich Träger für Träger abtragen können, ohne Eile und mit größter Sorgfalt, weil in diesem Gebäude gab es keine Opfer. Das wurde vorher schon evakuiert. Das Gebäude fiel so innerhalb seines eigenen Grundrisses, dass die umliegenden Straßen sogar leicht geräumt werden konnten. Und trotzdem wurde alles in Rekordzeit geräumt und eingeschmolzen. Und nach Analyse der Fakten wird klar, dass die Art der Zerstörungen nur mit Hilfe von kontrollierten Sprengungen erklärt werden können. Und dann, ganz klar, müssen wir uns fragen, welche Art von Sprengstoff wurde denn hier eigentlich benutzt? Beginnen wir mal mit dem normalen hier, konventionell, also sprich C4, RDX, Nitropenta, was es da alles so gibt. Ziemlich gefährlich, wenn man in der Nähe steht, aber bestimmt nicht ausreichend für diese Art Zerstörungen, weil die kinetische Energie, die in diesen Sprengstoffen steckt, ist bei weitem nicht groß genug, um das Gebäude so zu Fall zu bringen. Vor allem hätte man da hunderte Tonnen wahrscheinlich in das Gebäude bringen müssen und das wäre bestimmt aufgefallen. Also diese Erklärung mit C4 ist, oder mit normalem Sprengstoff, die können wir getrost vergessen. Auch die Erklärung, das muss man alles verdrahten, ist nicht stichhaltig, weil es gibt seit Jahren schon Funkzünder, mit denen diese konventionellen Sprengstoffe auch gezündet werden können, ohne dass man das ganze Gebäude dafür verdrahten kann. Die allerwahrscheinlichste Art von Sprengstoff, die an diesem Tag eingesetzt worden ist, das ist Thermit. Und Thermit, das ist ein Mittel, das wird auch für Schneidladungen, für Sprengsätze benutzt. Und was es genau ist, das ist dieses bräunlich-rote Pulver, das besteht aus Eisendreioxid und Aluminium und in dieser Redoxreaktion wird dieses Eisendreioxid unter massive Hitzeeinwirkung zu elementarem Eisen reduziert und die Reaktionsprodukte sind Aluminiumoxid in Form von weißem Rauch und flüssiger Stahl innerhalb von Sekunden über 3000 Grad.
Und das kann man hier gut erkennen an diesem Experiment, wo diese Wissenschaftler einen Kübel, so einen kleinen Topf mit diesem Thermit zum Zünden bringen. Und Sie sehen, dass innerhalb ein wenigen Sekunden sich ein weiß glühender, flüssiger Strom aus Stahl durch dieses Auto frisst. Und man kann dann am Schluss im Endeffekt direkt durch den Motorblock hindurchschauen. Der wurde also richtig abgefackelt. Und diese Ladungen werden benutzt, um bei Gebäuden hier sogenannte Schneidladungen anzubringen, in diesem 45-Grad-Winkel, wie Sie es hier sehen. Dieses kleine Video hier, da zeigt einer der Abrissexperten, was die da genau machen. The way we do this is by cutting the beam at an angle, which through a series of beams cut at the same angle will tend to make the building shift over and... Also was er sagt, ist, dass man mit diesem 45-Grad-Winkel dafür sorgt, dass man dem Gebäude quasi den Boden unter den Füßen wegzieht und das Gebäude macht einen Satz zur Seite und damit die gesamte Energie, die in dem Gebäude gespeichert ist, nicht mehr in den Boden abgeleitet wird, sondern dass das nach unten wegfallen kann. Also man zieht dem Gebäude den Boden unter den Füßen weg mit diesen Sprengladungen. Und bei diesem Foto, das direkt nach der Katastrophe auf dem Ground Zero aufgenommen worden ist, da fällt etwas sofort auf, nämlich hier dieser schräge Schnitt und das wieder erstarrte, zuvor geschmolzene Metall. Dann die Erklärung dafür war natürlich sofort, ja, das ist bei den Aufräumarbeiten gemacht worden, da haben die Bauarbeiter diesen Stahlträger abgeschnitten zum Abtransportieren. Das ist nicht logisch, weil ein 45-Grad-Schnitt ist die doppelte Länge fast, oder dieser Schnitt ist fast die doppelte Länge durch den Träger. Jeder Schweißer wäre blöd, wenn er das macht, weil er ja viel länger braucht, um diesen Träger durchzuschneiden. Das würde mehr Zeit und mehr Geld kosten für die Schweißflamme. Also das ist nicht stichhaltig. Und vor allem gibt es etliche andere Fotos, die zeigen, dass eine ganze Menge von diesen Trägern, bevor sie eingeschmolzen wurden, in dieser 45-Grad-Art abgeschnitten worden sind. Hier oben ist diese Ecke, wovon ich anfangs schon erwähnt habe. Hier sieht man, wie sich jetzt ein Kubikmeter ungefähr, also 8 Tonnen dieses flüssigen Stahls nach unten ergießen. Die offizielle Erklärung: Es handelt sich hier um Aluminium, ist auch Quatsch, weil Aluminium, wenn es flüssig ist, sieht aus wie flüssiges Aluminium, also Silber. Das ist also nicht von den Flugzeugen, dass das Aluminium geschmolzen hätte. Vor allem der Schmelzpunkt liegt ja auch bei weit über der Temperatur von Kerosinbränden. Hier sieht man das ganz schön. Das ist wenige Augenblicke, bevor dieser zweite Turm, der erste Turm jetzt zusammenstürzt. Da ist er schon. Also da muss irgendeine Fehlzündung vorgelegen haben, dass diese Schneidladungen, die da eben drin waren, dass die jetzt schon vorher losgegangen sind. Wie gesagt, dieser Einsturz hat das Gebäude pulverisiert und ganz Manhattan wurde natürlich mit dieser zentimeterdicken Staubschicht bedeckt und man hat natürlich auch gleich am Anfang haben verschiedene Leute diesen Staub natürlich gesammelt, weil man könnte ja vielleicht mal nachgucken, was das eigentlich genau ist. Und jahrelang wurde da im Endeffekt keine große Aufmerksamkeit dem gewidmet, aber es gibt ein paar Menschen, die haben sich dem gewidmet und die haben seltsame Dinge entdeckt, nämlich diese kleinen Eisenkügelchen, mikroskopisch groß, die überall in dem Staub zu finden sind. Und diese Iron-Rich Spheres, die sind entstanden bei der Explosion, als das Eisen verdampft ist und sich dann durch die Oberflächenspannung kleinste Tröpfchen gebildet haben. Das ist genauso, wenn man mit einer Sprühflasche Wasser auf die Pflanzen sprüht, da bilden sich auch diese kleinsten Tröpfchen. Und weil diese kleinsten dampfförmigen Eisentröpfchen so klein waren, sind die durch den Fallwind, als die nach unten gefallen sind, sofort abgekühlt und als kleine mikroskopische Kugeln dann in dem Staub vorhanden gewesen. Ein Mensch, der sich dem sehr, sehr intensiv und mit viel Sachverstand gewidmet hat, das ist Professor Niels Harrit von der Universität von Kopenhagen. Er ist Chemiker, hochintelligenter Mensch und er hat gesagt, unsere Untersuchungen ergaben, dass das rote Material im Wesentlichen aus Aluminium, Eisen und Sauerstoff besteht und das sehr fein zusammengemischt. Also der geht auf die kleinen Teilchen ein, die in dem Staub auch gefunden worden sind. Diese Beobachtungen erinnerten uns an Nanothermit, das unter anderem im Lawrence Livermore National Laboratory hergestellt wird.
Zur Verfügung stehende Papiere beschreiben dieses Material als eine innige Mischung aus feinstem Aluminiumpulver, ultra fine grain, also Aluminium auf Nanogröße, und eine Mischung aus Eisenoxid. Das wird eben als Nanothermit in der Pyrotechnik oder als Sprengstoff verwendet. Kommerziell verfügbares Thermit verhält sich wie ein Brandmittel, wenn es angezündet wird, aber wenn die Bestandteile aus ultrafeinem Pulver bestehen und ganz genau vermischt werden, dann reagiert dieses Nanothermit sehr schnell, sogar explosiv, und wird auch als Superthermit bezeichnet. Und basierend auf unseren Beobachtungen folgern wir daraus, dass die rote Schicht der rotgräulichen Splitter, die wir im Stab des World Trade Center entdeckt haben, aktives, nicht reagiertes Thermitmaterial ist, welches Nanotechnologie enthält. Es ist ein hochenergetisches, pyrotechnisches oder Explosivmaterial. Und wenn wir uns den chemischen Fingerabdruck anschauen von normalem Thermit und zur Staubprobe im World Trade Center, dann sieht man, dass das im Endeffekt 1:1 mit wenigen Ausnahmen sich hier um Thermit handelt. Und Thermit, so viel ich weiß, war nicht in den Flugzeugen drin. In dieser Bilderfolge kann man sehr schön erkennen, dass bei der ersten Explosion eine ganze Masse von weiß glühendem flüssigem Metall weggeschleudert wird, nach unten fällt und beim Untenfallen quasi die Reaktion weitergeht und sich dann, bevor es unten aufkommt, in weißen Rauch, in Aluminiumoxid verwandelt. Kann man wunderschön sehen, das ist hier Aluminiumoxid. Und das dann als Rauch quasi weggeblasen wird. Diese Fotoreihe, die wurde letztes Jahr erst veröffentlicht. Und was man hier sehr schön erkennen kann, ist die Art der Wolken, die hier entstanden sind, wurde von einem Polizeioffizier interessanterweise erst letztes Jahr veröffentlicht. Hier handelt es sich um sogenannte pyroklastische Staubwolken, also riesige, heiße, sich ausbreitende Staub- und Aschewolken, die eben nach 30 Sekunden das fünffache Volumen der Türme schon hatten. Die Augenzeugen, die von dieser Staubwolke eingehüllt wurden, die berichten von einem heißen Staub und von Brennen im Gesicht und auf der Haut. Also das war auch noch sehr heiß, dieser ganze Staub. Diese Art von Wolken hat man bisher nur bei zwei Ereignissen beobachten können, nämlich zum einen ist es bei Vulkanausbrüchen zu sehen und zum anderen ist es zu erkennen bei Nuklearexplosionen. Und da komme ich dann direkt zum nächsten Thema, welche Art von Sprengstoff hier vielleicht zum Einsatz kam. Und bevor wir das im Detail machen, viele 9-11-Forscher halten diese Möglichkeit für vollkommen ausgeschlossen, dass sie davon ausgehen, dass eine Atombombe viel zu auffällig gewesen wäre. Das Bild von Hiroshima, das wir alle im Kopf verankert haben, ist im Endeffekt dafür verantwortlich, dass das Thema als vollkommen realistisch, unrealistisch dargestellt wird und dadurch wird es komplett ausgeblendet. Aber lassen Sie uns einfach hier ganz systematisch vorgehen und die Fakten nacheinander betrachten. Die Annahme, dass die Explosion einer Kernwaffe viel zu auffällig gewesen wäre, ist grundweg falsch. Es kommt schließlich auf die Größe der Sprengkraft an. Schon in den 60er Jahren wurden Atomsprengsätze mit reduzierter Wirkung getestet und eine Sprengkraft von nur 0,018 Kilotonnen getestet. Das entspricht der Sprengkraft von 18 Tonnen TNT. Und das war der Stand der Technik vor fast 50 Jahren und wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass auf diesem Sektor der Waffentechnik die Weiterentwicklung ganz bestimmt nicht stehen blieb. Das ist das Seismogramm einer Erdbebenmessstation 34 Kilometer nördlich des World Trade Center in Palisades. Es zeigt die seismischen Aktivitäten vom 11. September 2001. Und wir sehen hohe Spitzen in den Seismogrammen von 2,1 und 2,3 auf der Richterskala beim Kollaps der beiden Türme. Und der höchste Ausschlag war kurz bevor die größten Teile auf dem Boden aufgeschlagen sind. Kurze Dauer und hohe Amplitude sind Zeichen für eine massive Explosion in einem Seismogramm. 99% des Betons aus allen drei Türmen wurden zu ultrafeinem Puder pulverisiert. Dieser Betonstaub wurde augenblicklich erzeugt, als die Millionen Grad heiße Explosion einer Kernwaffe die Restfeuchte im Beton
auf das tausendfache Volumen ausgedehnt hat. Das ging von flüssig auf gasförmig und dadurch natürlich wurde das Volumen immens vergrößert. Und in dieser Bilderreihe ist gut zu erkennen, wie der Stahlbeton des Kerns des World Trade Center in mikrofeinen Staub verwandelt wird. Mit Teilchen, die so klein sind, dass sie nicht nach unten fallen, um vom Wind dann einfach verweht zu werden. Noch etwas Interessantes. Bei den Explosionswolken ließ sich eine deutliche Braunverfärbung beobachten. Das ist ein Zeichen für einen ganz charakteristischen chemischen Prozess, der bei Kernwaffenexplosionen auftaucht. Die normalen Bestandteile von Luft sind ja immer Stickstoff, Sauerstoff und Wasser in Form von Wasserdampf. Und wenn man diese Elemente hohen Drücken und Temperaturen aussetzt, dann bilden sich neue chemische Verbindungen. Und während einer Kernexplosion passiert genau das. Durch die dort herrschenden Kräfte bildet sich zuerst vor allem rötlich-braunes Stickstoffdioxid, NO2, was der Wolke ihre charakteristische rötlich-braune Farbe gibt. Und was sich noch bildet, ist Salpetersäure, HNO3, durch diese Drücke und Temperaturen. Das ist im Endeffekt eine typische Kernwaffenexplosion. Sie sehen ganz klar diesen bräunlichen Staub, oder die bräunliche Wolke. Staub wird natürlich auch noch aufgezogen, aber die erste Farbe ist braun. Und beachten Sie die bräunliche Verfärbung der hinteren Aschewolke auch hier. Hier wieder diese pyroklastischen Wolken und hier im Hintergrund sieht man noch den Rest dieser Explosionswolke. Interessanterweise, das ist ein Bild in richtig Farben dargestellt, chromatografisch richtig dargestellt. Man sieht es hier an dem Gelb und an dem T-Shirt von den Herrschaften. Das ist also farblich richtig dargestellt. Interessanterweise zeigen fast alle Aufnahmen der Fernsehbilder an diesem Tag eine farblich falsche Darstellung des Geschehens. Die Farben gehen von bläulich-grau ins grünliche, rot und gelblich und vor allem sind viele Brauntöne zu finden. Und das alles von professionellen Fernsehkameras und Medienprofis. Und nur zur Erinnerung, das waren die Wetterbedingungen am 11. September 2001 vormittags. Strahlender Sonnenschein, schönstes Herbstwetter. Auf diesem Bild ist zu erkennen, dass nicht nur die Trümmerteile massiv nach außen geschleudert werden, sondern was wir hier sehen, ist der weiße Rauch des Aluminiumoxids, der Thermitsprengungen, sondern auch gleichzeitig noch Stahlträger, die verdampfend nach unten fallen. Stahlträger, die so heiß sind, dass sie beim nach unten fallen sich in Dampf auflösen. Das heißt, die sind über 6800 Grad heiß. Das ist der Verdampfungspunkt von Stahl. Konventionelle Sprengstoffe oder Thermit können nicht so viel Energie produzieren, um diesen Effekt eben zu erreichen. Und um das besser verstehen zu können, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, das so noch nicht groß in der Öffentlichkeit behandelt worden ist. Die Rede ist von Autos und von anderen Fahrzeugen, die in der Umgebung der Türme zerstört wurden, aber nicht, weil sie von Trümmern getroffen wurden, sondern weil sie schlichtweg explodiert sind. Insgesamt wurden an diesem Tag 1200 Fahrzeuge zerstört, unter anderem, weil sie explodiert sind. Und stellen Sie sich einfach mal vor, eine Wolke aus kochender Salpetersäure und verdampftes, tausende Grad heißes Metall regnet vom Himmel herab. Was passiert wohl, wenn diese Wolke auf dem Boden auftrifft? Salpetersäure ist beim Kontakt mit Metallen bekannt als stark korrosiv, also instant rust heißt auf Englisch, also sofortige Rostbildung. Hier ein Foto von oben über verschiedene zerstörte Fahrzeuge hier. Bei diesem Bild ist es ganz schön zu erkennen, dass das Auto stand zu Beginn, als die Masse herabfiel, stand es halb unter der Brücke, bevor es zur Seite geschoben wurde. Und man kann hier wunderschön sehen, dass nur der Teil von dem Auto verrostet ist, der mit dieser kochend heißenden Dusche von Säure und Metall übergossen worden ist. Man sieht sogar sehr schön, dass alles Plastik von den Sirenen und die Windschutzscheibe, die Reifen, die Stoßstange, alles Plastik ist im Endeffekt geschmolzen. Auch im Innenraum die gleichen Zerstörungen. Man sieht es auch bei verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen, die sind also nicht zerstört, wie man sieht, weil sie zertrümmert worden sind, sondern weil sie ausgebrannt worden sind.
Viele dieser zerstörten Fahrzeuge wurden hinterher auf speziellen Deponien entsorgt. Interessant ist hierbei aber auch, dass Fahrzeuge entsorgt worden sind, die allem Anschein nach nicht beschädigt worden sind. Und das bringt uns dann natürlich übergangslos zu einem weiteren Punkt in der Argumentation über Kernwaffen bei Ground Zero. Ground Zero ist übrigens die Bezeichnung für den Ort der größten Zerstörung bei einer Bombenexplosion und wird hauptsächlich in Verbindung mit Kernwaffen verwendet. Nur mal so nebenbei. Ja. Es gibt Berichte über erhöhte Tritiumstrahlungswerte am Ground Zero, aber nirgendwo sonst in New York City. Offiziell wurde diese Menge mit den 8 Notausgangsschildern der Flugzeuge erklärt, die auch im Dunkeln leuchten können durch dieses Tritium. Aber das ist eine viel zu geringe Menge, als dass diese Strahlungswerte damit erklärt werden können. Bei Wasserstoffbomben dient ein herkömmlicher Atomsprengsatz dient dazu, um Wasserstoffisotope namens Deuterium und Tritium miteinander zu verschmelzen. Also eine normale Kernwaffe wird Uran gespalten bis zur kritischen Masse und dann explodiert es. Und bei einer Wasserstoffbombe wird eine Atombombe genommen zur Zündung von Deuterium und Tritium. Da wird der Prozess auf der Sonne, die Kernfusion quasi nachgestellt. Und die Wasserstoffbomben haben eine andere Strahlensignatur wie Kernwaffen. Und diese erhöhten Tritiumstrahlungswerte hat man eben an diesem bei Ground Zero gemessen. Man hat massive Dekontaminationsmaßnahmen beobachten können bei dem Personal. Alle Stahlträger wurden mit Hochdruck-Wasserdampfstrahlern gereinigt. Das Personal hat sich dekontaminieren müssen und Wasser ist nämlich ideal in der Lage, diese Tritiumstrahlung zu absorbieren und zu neutralisieren. Verschwörungsskeptiker nehmen das Argument der geringen Radioaktivität immer wieder gerne auf, um die These der Kernwaffen im Endeffekt zu widerlegen. Jedoch wurde nach Angaben des 9/11 Commission Report weder nach konventionellen Sprengstoffen gesucht, noch mit dem nötigen Umfang nach Verstrahlung. Also wenn ich nach nichts suche, kann ich auch nichts finden. Ist ja logisch. Was wir aber wissen ist, dass hunderte Rettungskräfte von Ground Zero an Krebs gestorben sind, vor allem Leukämie und Weichteilkrebs, welche bei radioaktiver Verstrahlung eben verstärkt auftreten. Mehr als 10.000 Menschen mittlerweile aus Manhattan sind seit diesem Tag chronisch krank oder liegen im Sterben. Trotz aller Behauptungen der Umweltschutzbehörde EPA, the air is safe to breathe. Kurze Tage später hat man gesagt, es ist alles kein Problem, wunderbar, ihr könnt mit dem Aufräumen beginnen. Für mich persönlich einer der besten und traurigsten Beweise, dass hier eine Verstrahlung vorlag. 14 Rettungshunde und einige Einsatzkräfte verstarben innerhalb von wenigen Wochen viel zu schnell, um es eben als dem Asbest oder dem giftigen Staub zuzuschreiben. Asbest dauert nämlich Monate, bis es kanzerogen, also krebserzeugend wirkt. Und Alpha- und Tritiumteilchen, die sind natürlich viel toxischer, vor allem wenn sie dann eingeatmet werden. Ein weiterer Punkt, der dafür sprechen kann, dass Kernwaffen zum Einsatz kamen, ist der sogenannte elektromagnetische Puls. Das ist ein Phänomen, das bei Kernwaffen beobachtet wird, dass ein Gamma-Burst, also eine Aussendung von vielen hochfrequenten Strahlen, dafür sorgt, dass viele elektronische Geräte ausfallen. Das ist der Bereich, diese blaue Linie, ist der Bereich des Stromausfalls am 11. September. Und es haben verschiedene hochwertige Kameras einen EMP-Puls registriert, und zwar genau mit den Spitzen im Seismogramm. Also die zeitliche Übereinstimmung von EMP und von diesem Seismogramm ist hier auch gegeben. Was auch sehr, sehr merkwürdig ist, obwohl Millionen Liter Wasser und mehrere Gewitter mit massiven Regengüssen in den Wochen nach den Anschlägen passiert sind, hat es insgesamt bis zum 19. Dezember 2001 gedauert, bis alle Feuer erlöscht sind. Thermit würde eigentlich viel schneller ausbrennen und dann innerhalb von wenigen Tagen abkühlen. Und diese lange Abkühlungsphase lässt dann Rückschlüsse ziehen über die enorme Energiemenge, die vom Stahl des World Trade Center absorbiert worden ist. Viel mehr als je bei Einstürzen oder kontrollierten Sprengungen je beobachtet worden ist. Um diese These, weil nichts anderes ist es ja hier, ja, um diese These von den Kernwaffen am World Trade Center nochmal etwas genauer zu analysieren, habe ich jetzt hier ein Bild von dem Anschlag vom World Trade Center von 1993. Das war im Februar 1993, wo eine angebliche Nitratsprengstoff Explosion im Keller des World Trade Center stattgefunden hat. Und ich habe in der Recherche einen Artikel gefunden von einem Phil Schneider, ein Ingenieur mit deutschen Wurzeln, der jahrelang als Ingenieur beim Bau von geheimen Untergrundbasen, also geheime Secret Bunker, gearbeitet hat.
Mitte der 90er Jahre ging dieser Phil Schneider in den USA fast panikartig an die Öffentlichkeit, weil er entdeckt hat, dass er an Krebs erkrankt ist, weshalb er das Schweigen nicht mehr ausgehalten hat über sein Geheimwissen über diese Bunker. Wenige Monate nach seinem Auftreten wurde er tot aufgefunden und die offizielle Darstellung, wie so oft, lautete Selbstmord. Seine Vorträge kann man im Internet finden und das folgende Zitat stammt von einem Vortrag von Mai 95, Zitat: Vor nicht allzu langer Zeit wurde ich beauftragt, einen Bericht über den Bombenanschlag auf das World Trade Center im Februar 93 zu erstellen. Ich schaute mir die Bilder an, die gleich nach der Explosion aufgenommen wurden. Der Beton war geschmolzen. Der Stahl und die Stahlverstrebungen waren bis zu 6 Fuß, also 1,8 Meter, über ihre ursprüngliche Länge hinaus verzogen. Es gibt nur eine Waffe, die so etwas tun kann, eine kleine Atombombenkonstruktion. Wenn Sie sagen, dies sei ein Nitratsprengstoff gewesen, dann lügen Sie 100%. Ich bin überzeugt, dass ich angelogen wurde und ich akzeptiere das nicht mehr. Deshalb sage ich Ihnen, dass auch Sie angelogen werden. Zitat Ende. Und nach dieser Aussage ist es zumindest vorstellbar, dass der Anschlag von 1993 der Testlauf für den 11. September war, dass man geguckt hat, wie viel Energie ist eigentlich notwendig, um welche Zerstörung auszulösen. Und das lässt natürlich auch wiederum gewisse Rückschlüsse zu über die Planer des Ganzen im Hintergrund. Wenn wir jetzt mal diese Sprengthese mal kurz zusammenfassen wollen, dann können wir feststellen, dass es eine Kombination der modernsten und geheimsten Waffen war, die hier eingesetzt worden sind. Und das war auf gar keinen Fall ein nierenkranker alter Mann aus den Höhlen von Tora Bora am Hindukusch. Hier sind also eindeutig Spuren einer Gruppe zu finden, die aus den höchsten Kreisen der Geheimdienste, Militärlabors oder sonst wo kommen muss, aber definitiv nicht Osama und seine 19 Räuber. Kritiker dieser Sprengstoffthese, die bringen aber immer wieder das Argument, dass es logistisch eigentlich nicht möglich gewesen wäre, solche Mengen an Sprengstoff im Gebäude heimlich zu verstecken. Und auch das ist vollkommen falsch, wenn man bedenkt, was in den letzten Monaten vor den Anschlagen eigentlich alles passiert worden ist. Hier vom März 2001 eine Aufzugsfachzeitschrift, es gibt für alles eine Fachzeitschrift, also hier Elevator World, die haben davon berichtet, dass in den Monaten vor den Anschlägen eine komplette Modernisierung stattgefunden hat dieser Aufzüge. Die Einwohner oder die Bewohner des Gebäudes haben von einer Staubentwicklung gesprochen, dass überall auf den Schränken, auf den Möbeln, auf den Tischen fanden sich ganz viel Staubablagerungen. Dann kam es zu Stromabschaltungen im großen Umfang. Das letzte Wochenende, die zwei Tage vorher, Samstag, Sonntag, wurde das ganze Gebäude abgeschaltet. Also keine Kameras, niemand, nichts, konnte sehen, was da eigentlich drin passiert. Das Sicherheitspersonal ist komplett gewechselt worden, 6 Wochen vorher. Und ganz toll auch, die Sprengstoffspürhunde sind also wirklich wenige Tage vorher abgezogen worden. Eins ist aber noch interessant, durch die Verwendung von Nanothermit als Sprengstoff bieten sich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, dieses Material aufzubringen. So lässt sich dieses Material eben auch als Spray oder als Farbanstrich vermischen und vielleicht haben so jahrelang ahnungslose Handwerker die Arbeit der Verschwörer übernommen, ohne die geringste Ahnung zu haben, dass das kein neuer Estrich ist, den die da aufbringen, sondern dass das vielleicht hochreaktives Material war. Es gab also eine ganze Menge von Möglichkeiten, die Gebäude zur Sprengung vorzubereiten. Letztendlich ist es aber alles Spekulation und ohne eine richtige Aufarbeitung des Geschehens müssen wir bis dahin uns mit Mutmaßungen zufrieden geben. Und die ganze kriminalistische Aufarbeitung und Beweisführung könnte jetzt echt wirklich noch Tage und Wochen so weitergehen. So groß ist das Ausmaß der Täuschung. Doch ich möchte Sie auf eine Sache aufmerksam machen, der bisher auch viel zu wenig Beachtung geschenkt worden ist. Und sollten Sie mir bis hierhin in meiner Argumentation gefolgt sein, so kann ich Ihnen versichern, dass Ihr Vorstellungsvermögen jetzt noch weit mehr strapaziert wird. Aber es kommt auch darauf an, dass wir uns diesen Sachverhalt ganz genau anschauen und vor allem logisch dabei vorgehen. Es handelt sich nämlich um die These, dass es überhaupt gar keine Flugzeuge waren, die an diesem Tag in die Gebäude eingeschlagen sind. Diese Frage, die klingt so vollkommen abstrus, dass die allerwenigsten sich damit auch nur ansatzweise auseinandersetzen. Ich habe das Thema 8 Jahre lang zur Seite geschoben, weil das vollkommen irrelevant war für mich, weil ich gedacht habe, die Fakten sind so offensichtlich, wir brauchen das gar nicht näher ergründen. Aber das ist eigentlich das Smoking Gun, ja? Das ist the elephant in the room. Sie werden jetzt gleich sehen, inwieweit das logisch ist oder nicht, aber wollen wir das einfach mal
logisch vorgehen. Das sind die Aufnahmen, die einzigen existierenden Live-Aufnahmen von dem Ereignis. Das war's. Das waren alle Live-Aufnahmen, die an diesem Tag gesendet worden sind. Es gibt natürlich ein paar Fragen, die sich sofort aufdrängen, wenn wir die These der No-Plane-Befürworter weiterverfolgen. Was ist zum Beispiel dann mit den Passagieren, den Angehörigen von den Passagieren und den Flugzeugen passiert? Was ist mit den ganzen Augenzeugen? Was ist mit den Videos und Fotos, die es gibt? Und vor allem, was ist mit den ganzen Nachrichtensprechern? Wollen wir uns einfach mal logisch Schritt für Schritt diesen Themen annähern? Normalerweise, wenn ein Flugzeug abstürzt, die erste Reaktion, die wir in den Medien beobachten können, ist, dass viele Angehörige, meistens hunderte davon, sofort zum Zielflughafen rennen, um festzustellen, ob der Angehörige vielleicht den Flug verpasst hat, ob es doch neue Nachrichten gibt, ob es vielleicht nur eine Falschmeldung war. Also normalerweise kann man davon ausgehen, dass am Zielort ein großes Tohuwabohu herrscht von viel Trauer, Tragik und Verzweiflung. Am Morgen des 11. September ist Willie Brown, der Bürgermeister von San Francisco, mit einer ganzen Gruppe von Priestern zum Flughafen von San Francisco gegangen und musste erstaunt feststellen, dass kein einziger Angehöriger von irgendeinem Passagier aufgetaucht ist. Die offizielle Erklärung war dann von United Airways, dass die quasi alle Angehörigen telefonisch benachrichtigt haben und deswegen niemand zum Flughafen gekommen ist. Und dieser Telefonanruf, der hat sich dann wahrscheinlich ungefähr so angehört. Frau Mustermann, hier spricht United Airlines. Wir haben überprüft, ob Ihr Sohn im entführten Flugzeug war und bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass er verstorben ist. Bitte kommen Sie nicht zum Flughafen. Unser Beileid. So viel zur Logik von diesem Argument, ja. In San Francisco war ein Flugzeug geplant, es war geplant, dass eins der vier entführten Flugzeuge in San Francisco landet. In Los Angeles, im International Airport, waren drei Flugzeuge erwartet worden. CNN live. Frank Buckley is in Los Angeles with us. Frank, what can you tell us about what's going on there? Aaron, we just saw what appeared to be the worst possible situation. The last thing that we want to show you, in fact, people arriving here at the airport appear apparently friends or family members of some of the victims of at least one of the flights. Three flights were bound for Los Angeles, and they are not arriving here, obviously. Now friends and family are beginning to trickle in. We haven't seen any until this moment. Über drei Stunden nach den Anschlägen und niemand da, sitzen die alle zu Hause auf dem Sofa und sehen sich gefälschte Videos an? Zwei Leute? In den drei Flügen sollen 221 Passagiere gewesen sein. Man sollte hunderte von verzweifelten Angehörigen erwarten. We can tell you that just within the last 15 minutes also, this terminal has, they've begun a process of evacuating this terminal. And in fact, all of Los Angeles Airport is being evacuated now, we are told, by airport police. Ganz praktisch, ne? Man schließt einfach den ganzen Flughafen und dann sieht man auch nicht, dass gar niemand angekommen ist. Das war drei Stunden nach den, eigentlichen Ereignissen, aber bis dahin ist noch niemand aufgetaucht. Und die Beweisführung für keine Flugzeuge und gerade in Bezug auf die Passagiere, die würde noch viel weiter gehen, das sprengt aber den Rahmen hier. Ich habe nur noch ein Beispiel, für zwei der Flugzeuge gab es überhaupt gar keinen Flugplan. Das hat die National Transportation Safety Office, also das amerikanische Luftfahrtbundesamt hat das bekannt gegeben. Und für zwei dieser Flugzeuge sind bis 2005 noch im Einsatz gewesen, mit den angeblichen Seriennummern. Es wurde dann aus dem Verkehr gezogen, weil es zu auffällig wurde. Also es ist fast stümperhaft, wie da vorgegangen wurde an diesem Ganzen. Aber es gibt noch viel bedeutendere Hinweise darauf, dass es sich hier eben um eine Fälschung gehandelt haben muss. Und zwar ein physikalischer Fakt, da geht es hier um diesen Punkt, nämlich Wake Turbulences, also Wirbelschleppen. Jedes Flugzeug, egal ob groß oder klein, hat eine Eigenschaft, dass es hinter sich gewisse Wirbelschleppen hinter sich herzieht. Das passiert dadurch, dass durch die unterschiedlichen Druckverhältnisse von Ober- und Unterseite der Flügel die Luft versucht, den unterschiedlichen Druck
auszugleichen. Und das passiert meistens an den Enden oder zum größten Teil an den Enden der Tragflächen. Modernere Flugzeuge haben hochgeklappte Enden an den Tragflächen, sogenannte Winglets. Dadurch wird dieser Widerstand, der mehr Sprit kostet, reduziert sozusagen. Aber ganz charakteristisch ist das eben bei Flugzeugen, bei allen Flugzeugen. Und je größer so ein Flugzeug, desto größer ist auch diese Wirbelschleppe. Es gibt verschiedene Separierungen zwischen einzelnen Flugzeugen. Wenn zum Beispiel eine Boeing 747 landet, muss ein gewisser Zeitraum gewartet werden, bis der nächste Flieger rausgeht, vor allem wenn es kleine Maschinen sind, weil die durch diese Wake Turbulences regelrecht umgedreht werden können. Gab es schon etliche tödliche Unfälle. Hier sieht man es im Video ganz gut, ein Experiment mit Rauch, wenn ein Flugzeug drüber geht. Und diese Wake Turbulences, die stehen teilweise minutenlang über dem Platz und breiten sich dann natürlich weiter aus. Also das ist bei jedem Flugzeug immer. Und je größer, desto größer ist auch eine Wirbelschleppe, die hinter diesem Flugzeug ist. Hier der Einschlag des angeblichen ersten Flugzeugs. Wir sehen eine wunderschön aufsteigende Wolke und keine Verwirbelungen. Nun habe ich einen Freund, der auch Pilot ist, und wir hatten eine erbitterte Diskussion, weil das totaler Quatsch ist, was ich sage, und sieht man mal, ich habe keine Ahnung und bla bla bla. Auf jeden Fall, es ging darum, je schneller ein Flugzeug fliegt, desto geringer sind diese Wirbelschleppen, und weil die so schnell waren, deswegen gibt es da auch keine Verwirbelungen. Aber jeder, der schon mal am Bahnsteig stand und ein ICE mit 100 Sachen durchfuhr, weiß genau, was passiert, wenn der Zug durch ist. Jedes lose Blatt, jedes Laub, alles, was hier quasi lose rumliegt, sogar die Kleidung, wird durch den Luftmassensog einfach mitbewegt. Und da das eine 767 oder 757 war, mit angeblich 900 km/h, ist davon auszugehen, dass eine gigantische Luftmassenbewegung auch da stattfinden müsste. Ist aber nicht passiert. Genauso beim zweiten Einschlag war das genauso. Die Explosionswolken, die breiten sich einfach ganz normal aus, wie wir das auch kennen bei anderen Explosionen. Es gibt keine Rauchverwirbelung. Das ist äußerst seltsam, wenn es doch so ein großes Objekt gewesen sein muss. Was wirklich äußerst seltsam ist, ist die offizielle Geschwindigkeit, mit der diese Flugzeuge angeblich eingeschlagen haben. Aufgrund der Videobilder haben verschiedene einzelne Institute diese Bilder überprüft und kamen zu verschiedenen Ergebnissen. Also hier, das ist das MIT, das Massachusetts Institute for Technology, dann das Luftfahrtbundesamt der Amerikaner, das ist sozusagen der Zivilschutz, der Katastrophenschutz, die Royal Air Force, das ist die englische Luftwaffe, und NIST ist noch eine Art TÜV. Also die kommen alle zusammen auf das Ergebnis, dass 560 Meilen pro Stunde, also 900 km/h, war im Endeffekt die Geschwindigkeit, mit der diese Flugzeuge eingeschlagen haben. Und ich habe jetzt die letzten Monate ungefähr 100 Piloten befragt, was die davon halten, und 95% haben gesagt, das ist nicht möglich. Aufgrund der Luftdichte auf ungefähr 200-300 Meter Höhe kann ein Flugzeug dieser Größe diese Geschwindigkeit nicht erreichen. Weiter oben auf Reiseflughöhe, 10, 12, 13 Kilometer, ist die Luft so dünn, dass der Flieger so schnell fliegen kann. Aber sogar Boeing selber gibt an, dass ein Flugzeug in dieser Höhe nicht so schnell fliegen kann. Die Geschwindigkeitsanzeige geht nur bis 340, 380 maximal. Die Experten sagen alle aus, es ist nicht möglich, dass ein Flugzeug so schnell fliegt. Ich habe sogar einen amerikanischen Navy-Pilot kennengelernt, der selber Ingenieur ist und dessen Onkel beim Bau des World Trade Center mitgearbeitet hat. Ja? Und der hat mir erzählt, wie viele Leute so einen Hals haben, weil diese offizielle Darstellungen noch nicht widerlegt wird. Ein weiteres physikalisches Novum, das an diesem Tag passiert ist, ist, dass die Naturgesetze in Sachen Dichte vollkommen außer Kraft gesetzt worden sind. Wenn man nämlich anschaut, was passiert, wenn Aluminium gegen Stahl trifft. Hier, James Bond, Dreharbeiten, ein LKW fährt auf ein Flugzeug zu. Und dann sieht man, was mit dem stabilen Flugzeug passiert. Batz. Das zerplatzt regelrecht. Viele Experten sagen, Flugzeuge sind nichts anderes wie fliegende Aluminium-Bierdosen, weil ein Flugzeug nicht so stabil gebaut werden kann. Natürlich ist es massiv, natürlich ist ein großer Rumpf, natürlich sind es 50 Tonnen Masse, vor allem die Triebwerke und auch. Aber jeder von Ihnen ist in der Lage, mit einem 2-Kilo-Hammer ein Flugzeug in 10 Minuten flugunfähig zu machen.
Wenn Sie mal im Flieger sitzen und auf die Tragfläche schauen, zufällig über den Tragflächen, da gibt es Aufkleber, steht drauf No Step. Da darf man nicht draufsteigen, weil das so dünn ist, dass es sonst beschädigt wird und eben Probleme beursachen kann. Beim Thema Vogelschlag wird auch klar, was ein einziges Tier mit ein paar Kilogramm Gewicht auslösen kann, wenn es mit so einem Flugzeug kollidiert. Das nächste Bild ist etwas tragisch, ich gebe es zu, aber es ist umso klarer, was man erkennen kann. Das war irgendein Pelikan oder größerer Vogel, der da quasi noch halb in dem Flieger drin hängt. Hier, da sind die Beine noch und das alles. Also sieht man mal, was ein Vogel alleine, Weichgewebe, Federn, Haut, Knochen, was der an Zerstörungen alleine schon bei Aluminium auslösen kann. Das ist ein Experiment, das gemacht wurde, ein Absturztest mit verschiedenen Farben in den verschiedenen Tanks, damit man sehen konnte, was da genau passiert. Und Ihre Aufmerksamkeit bitte richten Sie jetzt mal genau hierhin auf diesen Telefonmasten. Das ist ein Holztelefonpfosten, 20 Zentimeter. Was der mit dem Flügel macht, jetzt erst bricht der Mast ab. Der ist schon halb durch den Flügel durch. Jetzt bricht der Flügel ist jetzt ganz durch und jetzt erst bricht der Mast ab. Durch die Massenträgheit kann er den Flügel abschneiden. Also das passiert bei einem Holzpfosten mit 20 Zentimeter. Und dann natürlich, was passiert, wenn ein Aluminiumflugzeug auf eine Stahlträgerkonstruktion trifft mit 30, 40 Zentimeter breiten Stahlträgern. Hier sieht man die Silhouette von dem Flugzeug. Das kann so nicht passiert sein. Es wäre wahrscheinlich ein Loch in der Mitte gewesen durch den massiven Rumpf. Das sind natürlich tragende Teile, die Kabine, die Besatzungen, die Sitze, die Koffer. Die Turbinen hätten einen großen Einschlag verursacht, aber niemals hätte das Leitwerk oder die Flügelspitzen diese Tragflächen zerschneiden können. Stahlgebäude sind massive Konstruktionen, die zehntausende Tonnen Gewicht aushalten. Und die offiziellen Rekonstruktionen tragen den wahren physikalischen Eigenschaften der Flugzeuge und der Türme keine Rechnung. Wenn man sich also ein parkendes Flugzeug vorstellt und eine anrasende Stahlwand, dann wird klar, dass man eigentlich ein plattgedrücktes Flugzeug sehen sollte. Wenn das Flugzeug das Gebäude trifft, sollte man eine Unmenge an Splittern sehen. Man sollte sehen, wie das Flugzeug der Länge nach zusammengedrückt wird. Man sollte zersplitternde Flügel sehen, viel zurückspringendes, herabfallendes Material, gar nichts. Was man jedoch sieht, ist, dass das Flugzeug einfach mit der Wand verschmilzt. Da ist jetzt leider das Flugzeug nicht mehr drauf. Und nun achten Sie mal genau auf die Explosion. Und zwar nicht die Explosion, sondern die Explosion, die jetzt stattfindet. 4-6 Sekunden später. Die zweite Explosion, die meisten Leute noch gar nicht beobachtet haben. Die erste Explosion war aller Wahrscheinlichkeit nach ein pyrotechnischer Hollywood-Effekt, der eine Rauch- und Feuerwolke erzeugt hat. Und versteckt hinter dieser Explosion gab es eine zweite mit Schneidladungen, die im Endeffekt die Silhouette des Flugzeugs dann in diesen Turm gesprengt hat. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, dass aufgrund der soeben genannten Daten und Fakten es niemals eine Boeing 757 oder eine 767 gewesen sein kann, was da eben ins World Trade Center geflogen ist. Doch dann stellt sich natürlich die Frage, was haben wir dann im Fernsehen gesehen? Wäre es möglich, dass diese Bilder so manipuliert waren, dass wir es überhaupt nicht bemerkt hatten? Hätte es nicht sofort auffallen müssen, wenn diese Bilder so offensichtlich getäuscht wurden? So wie bei diesem Bild zum Beispiel, wo man das anfliegende Flugzeug sieht hier, wo schon ein Flügel fehlt und dann das Flugzeug mit einer Aluminiumnase sich komplett durch den Kern hindurchbohrt und dann auf der anderen Seite wieder herauskommt. Aber dabei beim Gebäude gar keine Beschädigungen hinterlässt, weil das ist die Rückseite, wo das Flugzeug angeblich durchgekommen ist, mit intakter Nase. Es gibt an diesem Tag, Gott sei Dank, oder es gab an diesem Tag, Gott sei Dank, sehr, sehr viele Menschen, die das Ganze archiviert haben. Die ganzen Bildfälschungen sind dokumentiert und wir können das dann dadurch alles verfolgen, was passiert ist. Eins der besten und für mich lustigsten Themen ist die sogenannte wandernde Brücke. In New York gibt es eine Brücke, die sogenannte Verrazano Narrows Bridge. Die umspannt den Hudson, ich glaube es ist der Hudson, und zwar von den Stadtgebieten Staten Island und Brooklyn. Diese Brücke ist ziemlich groß, wie man sehen kann, bestimmt so knapp einen Kilometer, 100 Meter hoch und ist ungefähr 6 Meilen, also 10 Kilometer von dem World Trade Center entfernt. Das ist die Verrazano Brücke.
Sie bildet hier das einzige sichtbare Objekt in der Hintergrundebene. Sehen Sie nun, wie der Hintergrund, unabhängig von den Bewegungen der Kamera, zu wandern beginnt. Die angebliche Kamera zoomt aus, bewegt sich aber nicht. Der Hintergrund driftet in gleichförmiger Bewegung nach links. Jetzt beginnt die Kamera, sich nach rechts zu bewegen. Der Hintergrund läuft völlig unbeteiligt weiter gleichförmig nach links. Jetzt stoppt die Kamera, aber der Hintergrund wandert unverzagt weiter. Und jetzt driftet die Kamera sogar nach links, was die gleichmäßige Bewegung des Hintergrunds aber auch nicht stört. Es wird ausgezoomt und die Hubschrauber-Schablone kommt ins Bild. Das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, nämlich interessant für alle anwesenden Hubschrauberpiloten. Diese Schablone, die Sie hier sehen, ist kein echter Helikopter. Das hat man nur eingefügt, um das Ganze mehr oder weniger authentisch wirken zu lassen, auch die Hubschraubergeräusche. Ein Hubschrauber, der eine Kamera unten dran hat, kann keine solchen Bilder generieren. Es gibt natürlich Kameras, die gewisse Bewegungen ausgleichen, aber ein vollkommener statischer Hintergrund und davor eine Hubschrauber-Silhouette war auch Teil der Fälschungen, die an diesem Tag vorgenommen worden sind. Ich habe da eine ganze Menge gefunden, da könnten wir jetzt wirklich ohne Ende, also niemals ist ein Kamerasystem in der Lage, solche Bilder zu erzeugen. Also da hat man uns auch einen Bären aufgebunden mit diesen Hubschrauber-Movies, mit diesen Hubschrauber-Bildern. Hier das Thema Rauchverdopplung. Bitte beachten Sie diese Rauchwolke hier. Da wird jetzt dann ganz schnell erkennbar, an dieser Linie hier sieht man nämlich Folgendes, dass der Teil des Rauches hier genau gleich nochmal auftaucht und zwar nur doppelt vergrößert. Hier sieht man die Trennlinien, diese Wolke ist das da, jetzt taucht hier gleich eine neue Wolke auf, die wird dann hier sichtbar. Also man hat einfach den Rauch genommen und hat ihn einfach verdoppelt. Und hinten am Rand wird dieser Teil nochmal verdoppelt, aber gespiegelt. Also es sieht so aus, wie wenn ein Großteil der Fernsehaufnahmen nicht nur falsche Flugzeuge zeigt, sondern auch andere Effekte mit eingearbeitet wurden, um das Ganze noch viel effektiver zu machen. Diese Aufnahme ist die realistischste, die von der zweiten Explosion gezeigt wurde. Sie stammt möglicherweise tatsächlich von einem Helikopter. Das Bild schwankt leicht hin und her, wie man es von einer Hubschrauberkamera erwarten würde. Der Hintergrund macht jede Bewegung mit und die Farben sind in Ordnung. Beachten Sie, dass wir auf das World Trade Center hinuntersehen. Die Kamera des Helikopters muss sich dementsprechend in einer höheren Position als das Dach befinden, von dem wir einen Teil sehen können. Dies ist ebenfalls eine NBC-Aufnahme, die um 11.48 Uhr zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. In dieser Aufnahme wackelt nichts, sie kann also nicht von einem Helikopter aus aufgenommen worden sein. Trotzdem ist die Perspektive praktisch die gleiche wie die der vorherigen Aufnahme. Wieder kann man einen Teil des Dachs des Nordturms sehen. Die nun statische Kamera muss also in einer höheren Position fest aufgestellt worden sein. Aber es gibt in New York kein Gebäude, das die Höhe der Twin Towers erreicht. Das nächsthöchste Gebäude war das Empire State Building. Dort konnte man aus einer maximalen Höhe von 320 Metern auf New York herunterblicken. Das Dach des Nordturms war jedoch 417 Meter hoch. Daher bleibt nur eine Schlussfolgerung. Das rechte Video ist eine computergenerierte Version des zweiten Einschlags. Die NBC-Live-Aufnahme zeigte ja gar kein Flugzeug. Also wurde das linke Video hastig produziert und zwei Stunden später, noch komplett ohne Hintergrund, ausgestrahlt. Erst in den Abendnachrichten sah man dann die frühere Live-Aufnahme mit eingefügtem Flugzeug und ordentlichem Hintergrund.
dadurch, dass dieser ganze Tag so geprägt war von dem Schockerlebnis, sind diese Dinge den allermeisten Menschen, mir eingeschlossen, überhaupt nicht aufgefallen. Hier sieht man das nochmal, dass dieses gleiche Bild, das von diesem Hubschrauber aufgenommen wurde, in drei verschiedenen Filmbeiträgen zum Einsatz kam. Hier sieht man eine Gebäudestruktur noch als Schablone vorher. Man sieht das Dach und trotzdem ist es vom Boden aus aufgenommen. Perspektivisch vollkommen falsch. Dann hier sieht man eine Falschfarbendarstellung auch wieder. Und hier sieht man das Ganze dann mit Hintergrund. Also dreimal die gleiche Aufnahme mit verschiedenen Bildkompositionen. Gleicher Blickwinkel, aber drei verschiedene Bildkompositionen. Es gibt dieses Bild rechts, wo der Flieger von oben kommt, quasi in einem Nosedive, also in einem Sturzflug nach unten und dann eine Kurve zieht und dann einschlägt. Hier sehen wir aber auf dem Bild, dass der Flieger horizontal kommt. Also eins der beiden Aufnahmen muss dann mehr oder weniger falsch sein. Dann muss man natürlich nachdenken drüber, ja, wo kommen dann diese ganzen Videos her? Weil das waren doch Privatleute, die das alles dann gefilmt haben und eingestellt haben. Und wenn man da genauer hinschaut, dann fällt nämlich auf, dass diese Herrschaften, das sind die Namen dieser Herrschaften, die haben interessanterweise alle irgendwie mit Film zu tun. Der ist Production Coordinator, dann der sagt, ich rufe meinen Anwalt an, ich will darüber nicht reden, ich verrate auch gar nicht, wo ich wohne. Der sagt, ich will nicht darüber reden. Der ist Videoproducer und Spezialist für 3D-Grafiken. Der ist Computergrafik-Animateur. Der arbeitet für Video- und Audioindustrie, Media Artist, also Grafikdesigner, CGI-Specialist und so weiter und so fort. Und die da unten, die das Video 2006 veröffentlicht haben, gefilmt von ihrem Apartment direkt gegenüber der Straße, wo interessanterweise genau der Einschlag fehlt und sonst alles drauf ist, die wollen nicht darüber sprechen. Hier wird auffällig, dass keiner der Kameraleute auf den zweiten Einschlag irgendwie reagiert mit einem Zoom-In, mit einem genauen Hinschwenken oder sonst irgendwas. Nicht ein einziger Zoom-In findet statt. Nichts. Hier oben links sieht man die Aufnahme von CNN, die kurze Zeit später gezeigt wurde. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bildtechniker eine Bauchbinde über das Ereignis der Film, der Fernsehgeschichte legt? Das war ein Replay von dem Fox News Helicopter Shot und Sie sehen ganz klar, wie CNN mit der Bauchbinde quasi die einfliegende Schablone überdeckt hat. Vielleicht war zu dem Zeitpunkt klar, oh Mist, das sieht noch nicht so gut aus, wir brauchen besseres Videomaterial, das wir den Leuten zeigen können, ab jetzt wird es zu auffällig. Und haben Sie den kleinen Blitz gesehen oder vielmehr dass das Bild kurz schwarz wurde? Das passiert bei zwei Sendern gleichzeitig in dem gleichen Moment bei CNN und bei Vox. Wie groß ist die Chance, dass zufälligerweise das Bild schwarz wird bei diesem Ereignis bei zwei gleichzeitigen Sendern? Das könnt ihr euch alle selber ausrechnen, wie groß da die Chancen sind im Endeffekt. Jetzt müssen wir aber einen Punkt noch etwas genauer ergründen und das ist ziemlich wichtig, weil es geht nämlich hier um die Augenzeugen. Und wollen wir die ganze Geschichte mal aus Sicht der Verschwörer analysieren oder betrachten. Wenn wirklich keine Flugzeuge in die Türme geflogen sind, dann muss es auch Zeugen geben, die das gesehen haben und darüber berichteten. Nun, und genau das ist ja auch geschehen, aber es sieht so aus, als wenn davon niemand Notiz genommen hat. Der Mythos der Tausenden von Augenzeugen für den Einschlag eines großen Flugzeuges wird ständig wiederholt, und zwar auf der Basis einer allgemeinen Annahme, nämlich weil große Flugzeuge da waren, müssen Leute es ja auch gesehen haben. Und weil viele Leute es gesehen haben, ist das der Beweis, dass die Flugzeuge da waren. Natürlich haben die Verschwörer darüber nachgedacht, wie man das Problem der gegenteiligen Zeugenaussagen minimieren kann und dachten sich einen einfachen Plan aus. Ich muss das ablesen, weil die Gedankenführung ist sehr, sehr wichtig, das kriege ich nicht aus dem Kopf. Der erste Einschlag passierte und weil das Objekt klein, schnell und unerwartet war, war niemand sicher, was es war und ob sie es genau gesehen haben. Ein paar Augenzeugenberichte wurden zwar gesendet, die aussagten, dass es eine Rakete oder ein kleines Flugzeug war oder überhaupt gar kein Flugzeug, aber dafür gab es nur ein ganz kurzes Zeitfenster von 17 Minuten zwischen den beiden Anschlägen.
bevor die ganze Welt eben ein Passagierflugzeug live am Fernsehen gesehen hatte, wie es in den zweiten Turm hineinflog. Und anstatt nun die Augenzeugen über die zweite Explosion zu befragen, waren die Medien jetzt mit den endlosen Wiederholungen des Einschlags beschäftigt. Die paar wenigen Augenzeugen, die einen Moment mit den Medien bekamen, verloren ihre eigene Zuversicht natürlich schnell, was sie wirklich gesehen haben wollen, weil genau wie beim ersten Einschlag das Objekt eben klein, schnell und unerwartet war. Wer dann die Fernsehbilder sah, die augenblicklich verfügbar waren in dem Moment, waren sich diese Leute nicht mehr so sicher, ob sie es selbst überhaupt richtig gesehen haben, was es wirklich war. Und die paar wenigen, die unerschütterlich an ihrem Glauben festgehalten haben, dass es eben kein Flugzeug war, die wurden leicht niedergeschrien und ertränkt von den endlosen Wiederholungen der Bilder. Zusätzlich haben dann noch die Fluggesellschaften eine Erklärung veröffentlicht, dass man zwei Flugzeuge vermisst, und augenblicklich wurde jede Widerrede auf irrelevante Größe einfach geschrumpft. Und wir dürfen eins dabei nicht vergessen. Wenn die Menschen genügend traumatisiert wurden, sind sie bereit, alles zu glauben. Erinnern Sie sich an Ihre eigene Reaktion und bei diesen Bildern. Ein Flugzeugabsturz ist immer tragisch. Und dann, wenn das auch noch live passiert und nicht als Unfall, sondern als Terroranschlag, das ist einfach ein Schock. Und diesen Schock, der uns blind gemacht hat, den haben die Verschwörer ausgenutzt, um die wirklichen Ereignisse zu verstecken. Und das alles ist keine Spekulation. Lesen Sie die Transkripte der Fernsehsendungen von 8.47 Uhr bis 9.30 Uhr an diesem Tag. Und das ist exakt das, was passiert ist. Vom Moment des zweiten Einschlags an wurde jedem, der behauptete, es war kein großes Flugzeug, eine Wiederholung der Fernsehbilder vors Gesicht geschoben. Und die wenigen gegenteiligen Zeugenaussagen waren zu wenig, um der offiziellen Version Schaden zuzufügen. In der kurzen Zeit zwischen den Anschlägen gab es nur einen einzigen Augenzeugen, der behauptete, es war ein großes Flugzeug, und das war zufälligerweise der Vizepräsident von CNN. Und Sie können sich selber ausdenken, welche Rolle ihm dabei in dieser Situation zugedacht war. Es gibt so viele unterschiedliche Aussagen, hier ein paar davon. Do you have any idea what kind of plane it was? I'm sorry? Do you have any idea what hit the World Trade Center? What it was? Yeah, what kind of plane? We're getting reports that an airplane hit the building. I didn't even know that, honestly. Ich weiß gar nicht, dass es ein Flugzeug war. DC-9 or 747 just flew past my window and I think it may have hit the Trade Center again. To be honest, Elliot, I didn't get the impression that it was that big a plane. Tell us what you saw, if you would. I was waiting at a table and I literally saw it seemed to be like a small plane. The plane was coming in. I noticed it a second before it hit the building. It looked like it was moving slowly and it lined itself up to hit the building directly. Wow, I never seen a plane flying so low. And we looked out at it, all of a sudden, boom, it seemed like it wasn't even real. Then like 20 minutes after, I just saw another plane coming on the backside, making a huge turn and then hitting the other tower. Where was the first plane coming from? From north. What did the plane look like? Like a 737, like a jet plane. Commercial plane coming towards us. It's going to hit my building. It's going to hit my building. All of a sudden, it made a left-hand turn and a right, and it hit. All of a sudden, the whole downtown area just shook. It just literally, like there was an earthquake at 1.2, and you can literally see the whole thing just explode. Also, es gibt Augenzeugen, die haben berichtet, was sie wirklich gesehen haben, und es gibt Leute, die haben etwas berichtet, was man ihnen erzählt hat, was sie zu berichten haben. Und eine Mischung von dem Ganzen, die ist dann im Endeffekt am Anfang on air gegangen und am Schluss waren es dann nur noch die offiziellen Erklärungen. Ein Reporter von Fox namens Rick Leventhal war an dem Tag unterwegs und da hat gleich kurz danach gefilmt und hat verschiedene Zeugenaussagen aufgenommen und dann trifft er einen Menschen, der etwas ganz anderes sagt, wie das, was er eigentlich hören wollte, und beachten Sie mal seine Reaktion dabei. No second flight, it was a bomb. Bomb in another building, not second plane. That was a bomb. Who said the second plane? That's what we're told, second plane, we saw it on television. Well, everything. All right, thanks a lot. All right, thank you so much, Jean Uhrman. You're very welcome. Eyewitness here to a loud sonic boom she described as she was sitting inside her apartment. There was a loud sound that I can only describe as it sounded like a missile, not an airplane. Then there was a loud explosion and... Some people said they thought they saw a missile.
Well, I don't know how people could differentiate, but we might keep open the possibility that this was a missile attack. I was on my roof and I saw something from where I am. I really can't see what it is. I saw something go into the other building because from where I am, I can see the World Trade. Wenn Sie das sehen, dann sieht das aus wie ein Flugzeug, ja? Rechts ist die Originalaufnahme. Was Sie links sehen haben, aber das ist ein Armeeflugkörper, der so ausschaut. JASSM, Cruise Missile. Und wer ist in der Lage, das zu unterscheiden, wenn es wirklich einfliegt? Also es gibt viele Leute, die haben etwas einschlagen sehen und aller Wahrscheinlichkeit nach war es ein Marschflugkörper, vielleicht sogar ein bisschen farbig angemalt, um das Ganze perfekt zu machen. Und dazu kam, deswegen gibt es so viele Zeugen, die sagen, sie haben etwas Kleines gesehen, etwas so Schnelles. Ich weiß gar nicht, dass es ein Flugzeug war, aber die wurden im Endeffekt, wie ich es gerade erklärt habe, alle niedergeschrien von diesen endlosen Wiederholungen. Und der ist der Beste. Scream right into the side of the Twin Tower, exploding through the other side. And then I witnessed both towers collapse, one first and then the second, mostly due to structural failure because the fire was just too intense. Genau. Das ist derjenige, der nicht nur beide Flugzeuge gesehen hat, sondern die offizielle Version dann auch sofort rausbringt. Das ist so die Macht des kleinen Mannes irgendwie. Ja? Mit diesem Mythos, was der erzählt hat, wurde dieses Bild in die Köpfe der Menschen gepflanzt. Und so wurde dann natürlich die offizielle Geschichte weiter vorangesponnen. Die ganze Argumentation über diese No-Plane-Theorie, die ist nicht ganz vollständig, das gebe ich zu. Dazu fehlt uns hier ganz einfach der Platz. Und ich weiß, es hört sich auch alles äußerst befremdlich an, aber wer genau hinschaut und alle Fakten in Ruhe analysiert, kommt eben zu dem Schluss, dass gar nichts für die Präsenz von Flugzeugen spricht. Und um das Ganze so wunderschön abzuschließen, kommen wir nun zu dem skurrilsten Teil an diesem Tag. Ich bin fast durch, aber Sie werden sehen, das ist jetzt nochmal mindblowing. Das sogenannte Mega-Ritual an diesem Tag, ja, jetzt kommt schon ein wahnsinnstechnischer Effekt. Ja. Lachen ist die beste Medizin dagegen. Mr. President hatte nämlich einen Termin an diesem Vormittag. Das ist in Sarasota, Florida, in der Emma Booker Elementary School, wo Bush an diesem Tag einen Termin hatte. Das ist 9:05, genau 2-3 Minuten, nachdem der zweite Anschlag passiert ist. Bush wird von ihm informiert, von Andrew Card, offiziell mit den Worten: Mr. President, the second tower has been hit, America is under attack. Und was macht Bush? Anstatt dass er sich sofort mit dieser einmaligen Krisensituation auseinanderzusetzen versucht, bleibt er für über 20 Minuten in einer Grundschulklasse sitzen und liest stattdessen ein Kinderbuch. Ein äußerst merkwürdiges Verhalten, finden Sie nicht auch? Selbst wenn Bush von alleine die Idee gehabt hätte, dort sitzen zu bleiben, was hätte der Secret Service wohl in dieser Situation gemacht? Der Termin in dieser Schule, es war ein öffentlicher Termin und seit Wochen bekannt. In so einer Krisensituation kann niemand wissen, ob nicht noch ein Anschlag mit vielleicht biologischen oder anderen Waffen stattfinden könnte. Beim echten Anschlag von außerhalb Amerikas würden zwei große Leibwächter den Präsidenten sofort aus dem Raum tragen und mit ihm verschwinden. Und hier ist aber seltsamerweise genau das Gegenteil passiert. Niemand kam auf die Idee, ihn aus der Schusslinie zu bringen. War sein Platz vielleicht genau dort? Und wenn ja, warum? Und was für ein Buch war das überhaupt, das die Kinder ihm da vorgelesen haben? Hören wir doch einfach mal rein. Die Geschichte, die dem Präsidenten vorgelesen werden sollte, hieß ganz zufällig: Yes, the catch vote. They were sounding the first word of the story. Get ready to read the story the fast way. Get ready. Pan, der Ziegengott, war berühmt dafür, dass er mit seiner Panflöte kleine Kinder anlockte. Der Präsident der USA sitzt am Morgen der rituellen Zerstörung der zwei Säulen in einem Raum voller Kinder, die eine Geschichte über eine Ziege lesen. Baphomet lässt grüßen. Wenn wir uns das große Bild einmal genau anschauen von diesem Tag, was war denn das für ein Ort eigentlich? Wie ist denn die Südspitze von Manhattan eigentlich aufgebaut? Was sind dort für Gebäude zu finden in diesem magischen Kreis, sage ich jetzt einfach? Dann sehen wir hier im World Financial Center, das direkt neben dem World Trade Center war, Gebäude mit ganz seltsamen Kuppelbauten. Und jeder, der meine früheren Vorträge kennt über heilige Geometrie und okkulte Bautechnik, weiß vielleicht noch, dass das alles gewisse okkult-magische Symbole sein können.
der Kuppelbau, die Pyramide mit, die Pyramide ohne Spitze. Natürlich durften die Symbole der Verschwörung während des Rituals der Zerstörung der alten Ordnung nicht fehlen. Und das taten sie ja auch nicht. Hier sehen wir den gefälschten Einschlag des zweiten Flugzeugs auf NBC. Unten rechts kommt die Pyramide genau zum Zeitpunkt der Explosion ins Bild. Auf CNN konnte man beobachten, wie die Pyramide nach der Sprengung des zweiten Turms langsam in die Bildmitte geschoben wurde. Dies ist kein Zufall, sondern Teil des Rituals. Das Bild einer anderen Kamera wird eingeblendet und wieder befindet sich die Pyramide im Mittelpunkt des Interesses. Das Pyramidendach befand sich in direkter Nachbarschaft zu weiteren Ausgeburten des Glaubens an heilige Geometrie. Hier ist die Pyramide, daneben haben wir die Kuppel. Auch die Pyramide mit fehlender Spitze wurde neben den Twin Towers errichtet. Und schließlich gab es auch noch eine schwarze Stufenpyramide. Diese Gebäude mit ihren offensichtlich symbolisch signifikanten Dachformen waren Teil des World Financial Centers. Dieses Gebäude hier, das hat auch noch niemand gesehen. Das ist das Millennium Hilton. Das liegt direkt an der jetzigen, am World Trade Center in Steinwurfhöhe zur Baustelle jetzt. Das Millennium Hilton hat eine ganz außergewöhnliche Form. Und diese Form ist auch kein Zufall, wie der folgende kleine Ausschnitt noch zeigt. Es ist eine direkte Anlehnung an einen Film, den jeder einmal anschauen sollte, um zu wissen, was eigentlich hier passiert. Neben diesen steingewordenen Zeugen der Verschwörung befand sich ein weiteres bemerkenswertes Gebäude in direkter Nachbarschaft zu den Twin Towers. Es handelte sich dabei um das komplett schwarze Millennium Hilton. Es wurde, auch offiziell, gestaltet nach dem Vorbild des schwarzen Monolithen in Stanley Kubricks hochgradig okkulten Film 2001, eine Weltraum-Odyssee. Der Monolith als schwarzes Quadrat repräsentiert den Planet Saturn, der im astrologischen Warnsystem mit dem Steinzeichen Capricornus, dem Steinbock, verbunden ist. Im Film ist es der Monolith, der die Entwicklung der Menschheit vorantreibt, sie tatsächlich in ein neues Zeitalter führt. Und im Jahre 2001 ist es in dem Film wieder soweit. Man sollte es nicht für einen Zufall halten, dass eben dieser Monolith dann in Form des Millennium Hilton neben den Twin Towers auftaucht. 2001, eine Weltraum-Odyssee. Und 2001, ja des Mega-Rituals zum Ende des astrologischen Zeitalters der Fische. Deswegen der Titel des ganzen Vortrags, Mega-Ritual. Es hat vielleicht, oder es sieht so aus, dass dieses Ereignis an diesem Tag im Endeffekt auf einer ganz anderen Ebene anzusiedeln ist, nicht nur auf der faktischen Seite, die ganzen Sprengungen und Zerstörungen, sondern dass es sich hier um einen Kultakt gehandelt hat, der von einer viel, viel größeren Bedeutung ist. Nur so nebenbei nochmal das Zeichen der Hilton-Kette, das finde ich zumindest äußerst spannend in diesem Zusammenhang. Diese Gebäude, die hier so auftauchen, waren wahrscheinlich Teil dieses ganzen Komplexes. An diesem Tag, neben den hoch hinausragenden, gut sichtbaren Symbolen der Verschwörung, wurde mindestens ein weiteres unter dem World Trade Center platziert. Hier sehen wir das mysteriöse Augenmosaik, welches sich in der U-Bahn-Station unter den Türmen befand. Es wurde 1998 als Teil eines Kunstprojekts mit dem Titel Oculus geschaffen. Überall in der U-Bahn-Station unter den Türmen wurden solche einzelnen Augen als Sonnensymbole angebracht. Natürlich handelt es sich dabei um das allsehende Auge, von dem in den Kapiteln 5 und 8 schon so oft die Rede war. Und
apropos okkult aussehendes Auge, am 11.09.2002, ein Jahr später, fand auf Ground Zero eine offizielle Gedenkfeier statt. Und diese ganze Zeremonie hat folgendermaßen angefangen. Das Ganze wirkt sehr makaber, um das alles mal auf einen Punkt zu bringen. An diesem einen Tag vor nunmehr 9 Jahren haben geheime Mächte ein gigantisches, okkultes Ritual nach jahrzehntelanger Vorbereitung zum Abschluss gebracht. Mit der Zerstörung der beiden Türme, die für die Säulen der alten freimaurerischen Ordnung standen, und mit der Zerstörung von Gebäude Nummer 7, dem Salomon Brothers Building, wurde der Tempel der alten Ordnung zerstört. Ziel war der Startschuss für ein neues Zeitalter nach deren Vorstellungen. Und vor allem, wenn wir uns anschauen, wie die 16. Karte des Tarots ausschaut, dann ist das ein Turm, in den das Unglück wie der Blitz einschlägt und er danach zusammenstürzt. Und wir sehen den fallenden Mann, die fallenden Menschen. Und das ist auch im Endeffekt genau das, was an diesem Tag beobachtet werden konnte, nämlich der brennende Turm und die berühmten Bilder der Menschen, die sich lieber selber aus dem Fenster gestürzt haben, ob bewusst, unbewusst, ob gesteuert oder ungesteuert, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist die Nähe zu dieser Karte mehr als offensichtlich. Und die alte Ordnung, die in Form der alten Türme dastand, die wurde an diesem Tag im Endeffekt aufgesprengt. Der alte Tempel wurde gesprengt und jetzt bauen die einen neuen Tempel, wollen die bauen. Und wir haben das ja gesehen die letzten Jahre, welche unglaublichen Maßnahmen da seitdem durchgeführt worden sind. Für uns ist es jetzt einfach wichtig, dass wir endlich eine wirkliche Untersuchungskommission einfordern, die die Fakten auf den Tisch legt. Je mehr Leute davon erfahren, desto schneller wird das auch passieren. Und mein Appell an Sie ist, werden Sie einfach Multiplikator. Erzählen Sie Sohn und Tochter, Mutter und Vater, Opa und Oma, Bruder und Tante, Nachbarn und Kollegen, Fremden und Unbekannten, egal wie schräg man sie anschaut, erzählen Sie von diesen Dingen. Vielleicht nicht unbedingt von dem letzten Kapitel hier, aber erzählen Sie davon, was an diesem Tag wirklich passiert ist. Wir brauchen eine neue Untersuchungskommission, denn nur dann lässt sich im Endeffekt sagen, wir können in eine neue Welt gehen. Und die Welt, die jetzt an die Toren der Geschichte anklopft, die wird wunderbar sein. Und ich denke, wir müssen die Tür einfach nur aufmachen und sie einfach reinzulassen. Tausend Dank, dass ich hier sprechen durfte. Applaus